Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs von der Ziegelbrennerei oder Baumaterialien heißt es hier. Wollten wir ja die Ziegel rüber hier zum Bahnhof haben und von da aus dann nach Kettemars Mühle. Da haben wir dann überlegt, dass wir das mit dem LKW vielleicht besser sein lassen, dass wir das hier auf dem Zug machen, zweigleisig ausbauen, was wir noch nicht fertig haben, das müssen wir noch machen. Hier vor haben wir es komischerweise schon gemacht. Und eigentlich müssen wir nach da, aber ist egal, es kann so oder so zweigleisig sein. Wir müssen daran arbeiten jetzt, damit die Baumaterialien da hinten hinkommen. So, das bedeutet, wir müssen erstmal mit der Gleisanlage hier noch weitermachen. Da fehlt ja noch hier gerade zum Beispiel ein Stück. Das wäre jetzt von hier nach da, ne? Dann ist das schon mal abgeschlossen. Hier passt das mit dem Bahnhof, denke ich. Hier geht es zweigleisig raus. Das ist auch alles schon richtig. Aber hier hört es auf. Jetzt ist die Frage, wo wir da hingehen mit, ne? Stopp, erstmal wieder runter. So, wir gehen bis zu dem Bahnhof erstmal. Zweigleisig. Wo ist er? Wir sind jetzt hier schon in Kettemars Mühle, ne, oder? Ja, da ist das Depot. Oh, na super. Das sieht ja geil aus hier. Seht ihr das? Okay, dann ist das halt so. Nee, irgendwie ist das doof, ne? Das war jetzt nicht so prickelnd. Wir müssen das wegreißen. Jetzt höre ich schon den Zug quietschen, der irgendwo angehalten hat. Mag er das jetzt wieder nicht bauen? Das ist auch ein Witz. So, jetzt ist wieder zusammen, ne? Müssen wir gerade gucken, ist dieses hier eine Weiche? Nein. So, jetzt können die auf jeden Fall von da hinten bis dahin fahren. Der Zug ist jetzt zwar auf dem falschen Gleis, ist aber nicht schlimm. Ja, da müssen wir auch noch Signale machen, damit das vernünftig läuft, ne? Da ist Endstation. Machen wir ruhig ein paar Signale mehr dahin. Dass wir einige Abschnitte haben. Nachher klappt das sonst irgendwie nicht. Weil Gleis nicht frei ist oder sowas, ne? Da ist der Bahnhof. Das lass erstmal so. Und hier müssen wir gucken, dass das passend ist. Sieht erstmal gut aus. Und da ist das erstmal egal. Hier funktioniert das, glaube ich, auch alles gut. Lassen wir so. Und machen wir hier nochmal was hin.
Und dann ist das erstmal gut, glaube ich. Ist hier der letzte Bahnhof? Noch nicht mal. Dann macht das noch so. Okay, das können wir. Ah, hier ist sowieso. Ja, lassen wir erstmal so. Gut, das funktioniert erstmal. Wir haben soweit das erstmal gut, dass wir hier den Bahnhof jetzt haben. Von da nach da kann geliefert werden. Jetzt müssen wir nur einen Zug haben, der von da nach da hinten fährt. Beziehungsweise hier müssen wir irgendwie noch schauen, dass wir hier noch einen Güterzug hinkriegen, ne? Würde ich jetzt hier irgendwie so abzweigen wollen. Gleise, dieses Gleis. Kriegt man das von hier so rübergelegt? Das würde rein theoretisch gehen. Und das würde auch gehen. Und hier müssen wir jetzt Kreuzweichen, glaube ich, rausmachen, ne? Hier macht diese Kreuzweiche jetzt nämlich dann Sinn. Weil die geht dann auch nach da. So, die können da reinfahren und die können da rausfahren. Das ist ja erstmal gut, ne? Und jetzt brauchen wir noch einen Bahnhof. Ein Sackbahnhof. Und den müssen wir mal gucken hier. Zweigleisig, dreigleisig. Wir machen eigentlich mal viergleisig seit neuestem, ne? Müssen wir das noch drehen. Und eigentlich können wir den ganz schick hier hin schon anschließen, ne? Das erscheint mir jetzt so ein bisschen schwierig mit dem Anschluss zu den Gleisen da, oder? Ach, wird schon werden. Oder? Gleise, diese hier. Okay, und das da lang. Okay. Und das da drauf. Okay. Und das da drauf. Okay. Und das heißt, hier nochmal kreuzen. Besser wäre es eigentlich, ne? Und das geht sogar auch. Das ist unfassbar, oder? Und das müssen wir ja machen. So, dann ist der angeschlossen. Und dann können wir hier noch ein LKW-Depot machen. Weil da müssen wir trotz alledem noch die Sachen rüberbringen. So. So, dann brauchen wir einen Zug, der von hier nach da hinten fährt. Von hier nach da fährt, ne? Genau. Ein Zug war hier irgendwo, ne? Fahrzeug kaufen. Elektrisch. Euro Dual ist 7000 kW 4.2, 7440 über den. 160 reicht. Ich glaube, schneller ist sowieso der Dingens nicht, die Zug. Die Ziegellieferung. Ja, sieht so aus, als ob wir den hier nehmen, ne? 160 passt von der Geschwindigkeit her. Und wäre jetzt so lang. Ich weiß nicht, wie lang der andere Bahnhof ist. Machen wir mal so, oder? 50 Millionen ist gekauft. Neue Linie. Und die ist von wo nach wo? Von da nach da. Passt. Und dann
Wo ist es? Hier ist es. Muss jetzt noch ein LKW von da nach da fahren. Hier ist jetzt Linie 66 und Linie 65. Wer geht denn hier wohin? 65, Linie 66 ist das. Und Linie 65 ist das. Die muss ich ändern. Linie verwalten. Halt hinzufügen und zwar da. Und die soll nach da fahren. Und Kettemassmühle Transfer sollen sie nicht mehr hinfahren. So, dann wäre das schon fertig. Ist das die Linie 64? Ich glaube schon, ne? Ne, der ist noch verkehrt. Linie 65 ist jetzt das. Oh, warum habe ich jetzt nicht den falschen erwischt? Ich glaube, ich habe den falschen erwischt. Die dürfen da nicht hinfahren. Die müssen woanders hinfahren. So ein Shit aber auch. Die können doch keine Steine transportieren, diese Fahrzeuge, oder? Oder doch? Nee. Ach doch, das war Baumaterialien. Doch, das geht tatsächlich. Auch wenn da Ziegel angezeigt werden, Baumaterialien werden anders klassifiziert wohl. So, jetzt ist nur die Frage. Für Linie 65 ist hier noch nichts. Das könnte daran liegen. Der Zug fährt zwar, aber hier hinten fährt noch niemand. Wer liefert hier an? Da dürfte jetzt keiner mehr sein, ist ja auch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch ein Fahrzeugdepot irgendwo in der Nähe haben. Das ist eins, oder? Und Baumaterialien. Neue Linie. Von da nach. Ja, da. Passt. Sollte gehen. Sitzen jetzt hier welche? Steine? Noch nicht. Ist er Linie 65? Ja, ist er. Und er hat tatsächlich die ersten zwei gekriegt. Wunderbar. Das heißt, der fährt jetzt hier hin. Wo ist der Zug? Der müsste ja irgendwo kommen hier, oder? Ist er das? Linie 77, Linie verwalten. Ja, das ist hier wohl. Da müssen wir aber hier noch was ändern. Vollladen einer Fracht. Wo ist er denn? Da. Folgen wir den mal und machen Vollspeed hier. Das sieht schon mal gut aus. Der fährt da schon mal rein. Und der hat auch schon die erste Ware geliefert. Und hier Linie verwalten. Nee, Fahrzeug verwalten. Linie 65. Alle Fahrzeuge klonen. Ja. Jetzt sind wir vier. Passt erstmal, ne? Da ist jetzt nicht ganz viel drauf, ne? Hat mal gerade fast 4 Millionen Miese bis jetzt. Naja, der entlädt jetzt und dann kriegt er die da drauf, ne? Zack, sind sie hier. Ein Waggon ist voll. Super. Was macht er hier? Party? Linie 67, wo fährt der hin? Der holt auch Steine. Und die Steine sind von wo? Oh Gott, das ist auch meilenweit weg.
der fährt noch weiter. So, der holt hier den Steine weg. Okay. Oh oh. Ja, und Linie ist bis hierhin schon auf jeden Fall irgendwo gebaut. Da fährt sie lang. Ja, nützt nichts. Da müssen wir hier. Da können wir hier einen Bahnhof hinbauen, der bringt die hier hin. Alles ist dann schon mal ein Stück kürzer, ne? Auf jeden Fall sollten wir das tun. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ja, hier fehlt es jetzt definitiv an Zulieferung. Ich würde das aber gerne noch sehen. Nur der wird nicht ewig hier stehen, ne? Jetzt kommt auf jeden Fall wieder was. Vielleicht sind da schon die zwei neuen Fahrzeuge. Könnte sein. Ja, da ist schon mal was drauf jetzt. Und jetzt fährt er auch. Oh ne, das war verkehrt. Das ist nicht mein Zug. Den wollen wir verfolgen. Ruckelt. Und der fährt hier jetzt rechts rein. Okay. So, liefert ab und liegt da. Den brauchen wir nicht mehr verfolgen. Der fährt jetzt gleich weiter. Allerdings ist die Strecke durch den anderen Personenzug blockiert gewesen. Und ja, da gut, dass wir da Dingens gemacht haben. Ja, ist es. Wo sind die anderen Wagen jetzt hier? Da ist er. Machen wir gerade langsamer, sonst kriege ich den wieder nicht an der Leine. Da ist jetzt nur einer drauf, ne? Ja, aber einen können wir gleich schon, glaube ich, vergessen. Und ich glaube, das wird mit einem auf keinen Fall reichen. Weil wenn der vollgeladen ankommt, der Zug, ne, dann wird es schwierig. Jetzt folgen wir dem mal. Und dann lädt er da ja gleich irgendwo ab, ne, oder? Wo fährt denn der lang? Ach so, da ist es, okay. So, und jetzt liegt das hier. Und das verschwindet das sofort oder bleibt das hier liegen und wird langsam abgeholt? Er ist sofort weg. Es haben sofort die Häuser geholt. Nachschubbewertung. Hier ist ja gerade was gebaut worden, ne? Der oder der? Ja, ich sehe jetzt allerdings, nee, hier ist auch gerade gewachsen. Ich glaube, dadurch, dass hier jetzt was kommt, wächst das auch alles, ne? Nachschubbewertung ist aber 0%. Ist ja jetzt auch da schon weg. Jetzt ist die Frage, wo der Zug ist und wie viel er geladen hat. Das ist der Personenzug. Okay, er hat auf jeden Fall diesmal mehr. Ist die Frage, ob die dann noch mehr schaffen jetzt. Ja, es liegt hier nichts mehr. Die produzieren hier zu wenig. Das ist unser nächstes Problem. Aber hier oben in diesem Bereich bedeutet, der Level wird irgendwann steigen. Gut, okay. Aber ich würde sagen, wir machen erst dann hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.